Willkommen an Bord der neuen Normandy, Commander. Ich habe die Dossiers durchgesehen. Ich würde empfehlen, als erstes Morden Solus anzuwerben, den salarianischen Professor auf Omega. Wir wissen, dass die Kollektoren mit irgendeiner neuen Technologie ihre Opfer bewegungsunfähig machen. Er muss für uns eine Gegenmaßnahme zum Schutz davor entwickeln. Ohne diese Gegenmaßnahme sind wir hilflos, wann immer die Kollektoren unseren Weg kreuzen. Die Anwerbung von Professor Solus ist der logische erste Schritt. Wer sind Sie? Ich bin die künstliche Intelligenz der Normandy. Die Crew nennt mich Edi. Eine weitere Änderung zu Teil 1. Steuermänner sind nicht glücklich, wenn man ihnen die Kontrolle über ein Schiff wegnimmt. Und Joker schon gar nicht. Ich steuere das Schiff nicht. Mr. Moreaus Talente werden durchaus gebraucht. Im Kampf bediene ich die Elektronik- und Cyberkrieganlagen. Darüber hinaus habe ich keinen Zugriff auf die Systeme des Schiffs. Ich beobachte und biete Analysen und Ratschläge an. Mehr nicht. Ich nehme an, es braucht mehr als nur uns drei plus Joker, um dieses Schiff zu fliegen. Die Normandy hat eine vollständige Crew. Sie sind alle auf Posten und erwarten ihre Befehle. Letzte Startvorbereitung abgeschlossen, Commander. Wenn Sie bereit sind, wählen Sie auf der Galaxiekarte im KIZ ein Ziel aus. Ich berechne dann einen Kurs. Jacob und ich sollten jetzt auf unsere Posten gehen. Kommen Sie zu uns, falls Sie Fragen haben. Galaxiekarte. Mit der Galaxiekarte können Sie neue Ziele für die Normandy auswählen. Privates Terminal. Auf Ihrem privaten Terminal können Sie Status-Updates über Ihre Gruppe abrufen. Waffenkammer. In der Waffenkammer können Sie Waffen für Ihre Gruppe auswählen. Fahrstuhl. Nehmen Sie den Fahrstuhl, um zu den anderen Docks der Normandy zu gelangen. Quartier des Captain. In Ihrer Privatkabine können Sie Ihr Aussehen verändern. Tech-Labor. Rekrutieren Sie den Professor, damit er Upgrades für die Ausrüstung Ihrer Gruppe erforscht. Ja, das sind auch wesentliche Änderungen, das hatten wir nämlich vorher auch nicht, soweit ich mich so richtig erinnern kann. Hier werden noch ein paar Missionchen angezeigt, das Tagebuch. Said Mossani treffen, natürlich DLCs sind alle am Start. Teamstatus, ich habe ja nur zwei. Mein Team ist Miranda. Ja gut, das ist auch DLC mit dem Outfit, er hat keins. DLC ist natürlich alle da. Ob nun der Shadow Broker DLC oder halt der von Said Mossani oder von Kasumi Goto oder natürlich die Ankunft, natürlich. Alle dabei. Ich würde mal die Nachricht. Nachricht von Anderson. Ich fange mal unten an, weil da gibt es ja einige, die sind ja okay, die Kestrel-Panzerung. Das muss ich jetzt nicht unbedingt alles lesen. Ich fange mal hier an, ist ja egal. Von Ratsherr Anderson. Falls die Gerüchte wahr sein sollten und sie wirklich am Leben sind, muss ich Sie bitten, zu einem Gespräch auf die Citadel zu kommen. In den letzten zwei Jahren hat sich viel verändert. Durch Sie habe ich einen Ratssitz und es ist nur angebracht, dass Sie selbst zu all dem Stellung nehmen, was wir gehört haben. Handel mit Said Mossani vereinbart. Von der Unbekannte, Shepard. Wir haben eine Übereinkunft mit dem erfahrenen Söldner Said Mossani getroffen. Sie haben sicher schon von ihm gehört. Said war an einigen der bekanntesten und an einigen völlig unbekannten Militäroperationen in den Terminus-Systemen beteiligt und ist als rücksichts- und skrupelloser Kopfgeldjäger gefürchtet. Ich dachte, Sie könnten jemanden mit seinen Fähigkeiten bei Ihrer Mission gebrauchen und habe daher veranlasst, dass er sich Ihnen anschließt. Sie finden ihn auf Omega, wo er gerade seinen aktuellen Auftrag abschließt. Und keine Sorge wegen seinem Sold. Darum habe ich mich persönlich gekümmert. Immerhin schon etwas. Und was gibt's hier? Von Projekt Feuergänger, Commander. Die MS4 Rosalie, ein Forschungsschiff mit Verbindungen zu Cerberus, ist verschollen. Ihr Team sollte den Prototypen eines neuen Fahrzeugs zur Planetenerkundung namens Hammer testen. Außerdem sind die Wissenschaftler Dr. Manuel Case und Dr. Robert Aloy an Bord der MS4 Rosalie mit Forschungsprojekten für uns befasst. Sie müssen das Schiff, das Testteam und die Wissenschaftler finden. Die MS4 Rosalie wurde zuletzt in der Nähe des Planeten Siona-Elysta-Isma-Grenze gesehen. Von Admiral Hackett, Commander Shepard. Unsere Scans im Armada-System haben etwas hervorgebracht, das Sie sehen sollten. Die letzte Position des Wracks der SSV Normandy. Wir dachten, diese Nachricht könnte vielleicht wichtig für Sie sein. Aber wir verbinden damit auch ein höheres Ziel.
Die Allianz würde die Normandie gerne mit einem Denkmal ehren, das an der Stelle der letzten Ruhestätte des Schiffes errichtet werden soll. Wir möchten Sie einladen, das Denkmal zu errichten und zuerst Ihren Fuß dorthin zu setzen. Im Zuge des Angriffs der Kollektoren auf die Normandie werden noch immer 20 Crewmitglieder vermisst. Wenn Sie irgendetwas von diesen Vermissten finden, würden wir Sie bitten, der Allianz davon zu berichten, damit die Familien dieser Helden darin etwas Trost finden können. Gute Reise, Commander. So, das war... Also das war das zu den wirklichen Nachrichten. Das sind jetzt nur Panzerungen, Gegenstände, Waffen. Und das werde ich jetzt nicht lesen. Hier, Blutdrachenrüstung von Dragon Age. Die habe ich natürlich auch. Moment, ich habe hier doch noch was in Overlord. Ich mache es mal nicht zu schnell weg. Vielleicht ist hier doch noch das eine oder andere mehr, was man vielleicht lesen sollte. Ah, hier. Shepard. Soeben ist der Kontakt zu einer unserer Zellen ohne Erklärung abgebrochen. Das Projekt Overlord hat mit hochgradig instabilen Technologien experimentiert und Sie müssen das für mich untersuchen. Die dortige Arbeit ist so weit in einzelne Abteilungen aufgegliedert, dass ich über diesen Kanal keine weiteren Einzelheiten mitteilen kann. Sie finden die Anlage auf dem Planeten IT, Typhon-System, im Phoenix-Haufen-Cluster. Bitte behandeln Sie diese Angelegenheit diskret. Okay, mache ich. Kein Problem. Treffen mit Kasumi Goto. Shepard, wir haben unter großen Kosten und Mühen die Meisterdieben Kasumi Goto ausfindig gemacht und sie überredet, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Nur wenige haben je von ihr gehört und noch weniger haben sie persönlich getroffen. Wenn es um Tarnung und Infiltration geht, ist sie unerreicht und ihre Fähigkeiten werden sich bei ihrer Mission als unbezahlbar erweisen. Begeben Sie sich in den Sakira-Bezirk auf der Citadel. Sie finden dort ein besonderes Werbeterminal, das sich von den anderen unterscheidet. Geben Sie dort das Passwort Schweigen ist Gold ein, um das Treffen einzuleiten. Das werde ich tun, sobald ich da bin. Hier noch die letzten Waffen, Helme und so weiter. Dann haben wir das alles gesehen. Ich werde mal die ganzen Nachrichten vorlesen. Also die wichtigen jetzt von den Waffen jetzt nicht unbedingt, weil das muss ja nicht sein. Aber diese kleineren Nachrichten, die werde ich schon vorlesen. Jetzt wollen wir aber erstmal mit Joker sprechen. Ist das zu fassen, Commander? Es ist mein Baby und sogar besser als neu. Passt mir wie angegossen. Und sogar Ledersitze. Das Militär mag ja den Standard der Hardware vorgeben, aber auf einer Fregatte der ersten Generation war die Atmungsaktivität der Sitze kein Thema. Im zivilen Sektor hingegen gilt, Design dient auch der Bequemlichkeit. Es ist keine hundertprozentige Nachbildung, Mr. Moreau. Es wurden ganz unauffällig Verbesserungen vorgenommen. Ja, ein paar sind ein bisschen auffälliger, wa? Das ist der Haken. Ich mochte die Normandie, wie sie war. Schön und ruhig. Und jetzt ist da dieses Ding, über das ich gar nicht reden will. Es ist, als hätte das Schiff Krebs. Ah, wir trauen ihn vorerst. Genießen Sie es, Joker. Wenn wir hier schon festsitzen, können wir uns von denen auch verwöhnen lassen. Verletzt das die Uniformbestimmung, wenn ich mir das auf ein Crewhemd schreibe? Das ist die beste Wahl aus der Abteilung. Sie haben keine Wahl, die mir je begegnet ist. Technisch gesehen ist das ein ziviles Schiff. Ich sollte mich vermutlich glücklich schätzen, dass Sie immer noch Hosen tragen. Also das hebe ich mir für die Kameraüberwachung in der Freizeit auf. So. VI, die mich rund um die Uhr beobachtet. Idioten. Das habe ich gehört. Commander. Also, wie stehen wir Ihrer Meinung nach da? Nun, die Normandie ist lange nicht so bereit, wie sie sein sollte. Wir könnten noch ein paar Upgrades brauchen. Und was die Crew angeht, da müssen Sie jemanden fragen, der besser mit Leuten kann als ich. Was halten Sie von den Leuten, die wir rekrutieren? Naja, also die, mit denen Sie zuletzt weg waren. Ich würde niemals etwas gegen Miranda sagen und erwarten, die Antwort zu überleben. Jacob ist für einen, der so viele Methoden kennt, jemanden umzubringen, eigentlich viel zu nett. Ist natürlich nur meine Meinung und die muss nicht überall verbreitet werden. Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Ich will die Gelegenheit aus der Normandie, alles rauszuholen. Ich muss nur die Antriebsleistung justieren, dann wird es so sein, als hätten wir sie nie verloren. Die Sicherheitsvorgaben raten von Manipulationen am Antrieb ab, während die Maschinen Energie führen und in Gebrauch sind, Mr. Moreau. Commander, können wir das Ding nicht abschalten? Ich kann es in meinem Arbeitsalltag wirklich nicht brauchen. Tja, Cerberus wird es wohl ein bisschen anders sehen. Ich bin auch nicht begeistert, aber wir müssen uns damit abfinden. Bis ich einen Lötkolben finde. Dann muss ich nur noch ein paar Drähte neu anschließen, um dem Ding mal richtig weh zu tun. Keine Sabotage, verstanden? Ja, schon klar. Das Spielzeug vom Boss ist tabu.
Das wär's im Moment. So schaut das aus. Dann wollen wir uns mal mit Edi, unserer neuen KI oder KI? Na, auf jeden Fall mit Edi unterhalten. Ja, Shepard? Ich möchte mehr über Sie wissen. Haben Sie eine spezifische Frage? Wie kommen Sie mit Joker zurecht? Mr. Moreau traut mir nicht. Es stört ihn, dass ich auf den Computern seines Schiffes installiert wurde. Stimmt, weil die letzte Norman die bestens funktionierte, auch ohne dass eine VI mich auf offenstehende Luftschleusen aufmerksam gemacht hat. Warum heißen Sie Edi? Edi bedeutet eigentlich EDI und ist eine Abkürzung für erweiterte Defensivintelligenz. Wo sind Sie? Mein Intelligenzkern befindet sich in einer Quanten-Bluebox hinter der Krankenstation. Was ist Ihre Aufgabe an Bord des Schiffes? Ich bediene die Elektronik und die Cyberkrieganlagen des Schiffs im Kampf. Meine Reaktionszeit ist erheblich kürzer als die jedes organischen Wesens. Ich sammle die Berichte der Überwachungsanlage an Bord des Schiffs für den Unbekannten. Ich erfülle weitere Funktionen, die derzeit noch der Geheimhaltung unterliegen. Zugriffsbeschränkte Funktionen, zum Beispiel? Das weiß ich nicht. Ein Teil meiner Datenbanken ist versiegelt und ein Teil meiner Hardware ist offline. Ich vermute, dass ich nach Eintreten bestimmter noch unbekannter Umstände Zugriff auf diese Funktionen erhalte. Okay, aber ist auch schon ein bisschen komisch, dass man das macht, also... Cyberkrieg meint sowas wie Viren, oder? Im unmittelbaren Kampf Schiff gegen Schiff kann ich manchmal die Firewalls des feindlichen internen drahtlosen Netzwerks außer Gefecht setzen. Sobald ich die Kontrolle über das System habe, kann ich Schwerkraft oder Luft abschalten. Ich kann Waffenlenksysteme oder Schilde deaktivieren. Oder ich kann in ihrer Reaktoranlage eine Kernschmelze auslösen. Und zur Verteidigung bediene ich die Störer, Tarnvorrichtungen und internen Firewalls der Normandy. Das klingt überaus hilfreich. Warum gibt es so jemanden nicht auf jedem Kriegsschiff? Organisches Personal kann nicht schnell genug auf Veränderungen der Lage reagieren und ist auch nicht zu dem nötigen Multitasking fähig. Diese Funktion kann nur eine künstliche Intelligenz erfüllen. Unglücklicherweise misstraut man uns. Könnte was damit zu tun haben, dass eine VI beinahe die gesamte Zivilisation der Galaxie vernichtet hätte? Nur so ein Gedanke. Aber sie ist ja eigentlich eine KI und keine VI. Das heißt, sie kann ja komplett selbstständig denken, lernen und so weiter. Und eine VI ja eigentlich nicht. Der Unbekannte hat eine Überwachungsanlage an Bord? Er hat einen Großteil der Ressourcen von Cerberus in die Planung und den Bau dieses Schiffes investiert. Er hat ein Interesse daran, ständig über unsere Fortschritte informiert zu sein. Reden wir von etwas anderem. Bereit. Ich möchte mehr über die Leute erfahren, mit denen ich zusammenarbeite. Ein Großteil dieser Daten ist geheim. Haben Sie eine spezifische Frage? Ach, Mann. Was für Ressourcen stehen Cerberus zur Verfügung? Geld, Personal, Anlagen? Die Antwort auf diese Frage ist blockiert. Die ist blockiert. Wie meinen Sie das? Ich werde zwar weniger kontrolliert als andere VIs, unterliege aber trotzdem Verhaltensblockaden und der physischen Isolierung meiner Hardware. In diesem Fall unterbinden die Geheimhaltungsstufen von Cerberus meine ordnungsgemäße Beantwortung Ihrer Frage. Wie ist Cerberus organisiert? Abgesehen vom Unbekannten scheint es keine richtige Befehlskette zu geben. Cerberus ist in aufgabenorientierte Zellen organisiert. Jeder operiert völlig isoliert. Mitglieder einer Zelle können niemanden aus einer anderen Zelle identifizieren. Die Mitglieder jeder Zelle werden von einem einzigen Agenten befehligt. Wir sind die Lazarus-Zelle und unterstehen Agentin Lawson. Wie viele Operationen betreibt Cerberus zurzeit? Die Antwort auf diese Frage ist blockiert. Wie konnte Cerberus das modernste Kriegsschiff der Allianzflotte nachbauen, ohne dass jemand davon erfahren hat? Die Antwort auf diese Frage ist blockiert. Oh, ist ja die Hälfte blockiert. Reden wir von etwas anderem. Bereit. Um welchen Teil des Schiffes handelt es sich hier? Das ist die Brücke, wo der Navigator unsere ULG-Vektoren berechnet und der Steuermann das Schiff manövriert. Ich sitze übrigens direkt hier. Vielen Dank. Bitteschön. Das ist vorerst alles. Ich melde Sie ab, Shepard. So, dann werde ich mal wieder gehen. Jetzt habe ich ein bisschen was. Moment. Hier gibt's doch bestimmt ein paar Sachen, die man untersuchen kann. Jawohl. Haptisch-adaptives Interface wurde dem Codex hinzugefügt. Gibt es hier noch irgendwas, was man untersuchen kann? Das muss man ja immer mal gucken. Ja, ich weiß, hier ist Human Chambers. Die werde ich jetzt einfach mal gekonnt ignorieren. Hallo. Ich werde nämlich zum Schluss mit ihr reden. Erstmal hier. Ah genau, hier ist ja das. Jetzt werde ich erstmal meine Bewaffnung auswählen, weil so geht das ja nicht.
Aber hier habe ich doch nicht alle. Ne, dann behalte ich mal die hier. Ich will eine andere Schrotflinte. Und zwar will ich den Geth-Plasma-Schrot finden, weil die ist übergeil. Okay, ne, da behalte ich mal die. Die andere ist mir zu blöd. Ja gut, hier ist wurscht, weil benutze ich eh nicht so oft. Und... Ach komm, hier nehmen wir das hier. Und zurück. Und ihr könnt erstmal das behalten. Commander, ich hatte noch keine Zeit, mich umzusehen und den Bestand aufzunehmen. Ich möchte sagen, dass die Arbeit mit Ihnen eine große Chance ist, etwas von Bedeutung zu tun. Es ist ein Privileg, auf der Normandy zu dienen, Commander. Vielleicht reden Sie anders, wenn wir so enden wie die ursprüngliche Normandy. Mag sein. Solange der Unbekannte seinen Worten Taten folgen lässt, und Sie auch, werde ich alles dafür tun, dass wir Erfolg haben. Das war auch bisher die Bedingung für meine Mitarbeit. Ich habe Probleme mit so manchen Operationen von Cerberus in der Vergangenheit. Was hat Cerberus getan, das Sie nervös macht? Viel. Sie wurden Terroristen genannt, und das mit gutem Grund. Eine kontroversere Vergangenheit lässt sich kaum finden. Aber wenn die Bedrohung durch die Kollektoren real ist und wir etwas dagegen unternehmen, wird Cerberus künftig in einem anderen Licht erscheinen. Oder wir kommen alle vor Gericht und werden exekutiert. Kann auch passieren. Wenn man so lange darüber nachdenkt wie ich, stellt man fest, dass man auf niemanden zählen kann. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit, Mr. Taylor. Geht mir genauso, Commander. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was brauchen. So, mal normal unterhalten, mein Freund. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Wie läuft's, Jacob? Eine Meinungsäußerung zur Mission vielleicht? Mir geht's da vermutlich wie allen anderen. Ich würde gerne wissen, was die tatsächliche Bedrohung genau ist. Das Risiko ist nicht das Problem. Aber ich habe gerne ein klares Ziel. Noch etwas, Commander? Was halten Sie vom Zustand der Crew? Wir haben kein vollständiges Team. Ohne die richtigen Spezialisten haben wir keine Chance. Noch etwas, Commander? Sie haben doch einiges bewegt, nachdem Sie die Allianz verlassen hatten. Miranda und ich haben einen Plan der Batarianer vereitelt, einen biologischen Kampfstoff auf der Citadel freizusetzen. Dabei habe ich sie kennengelernt. Wir sind bis in den nemeanischen Schlund und zurückgeflogen. Wir haben die Citadel gerettet, genau wie sie. Aber wie heißt es so schön? Eine gute Tat ist so, als wenn man sich in dunklen Hosen selbst bepisst. Ein warmes Gefühl. Aber keinem fällt's auf. Das Ganze wurde totgeschwiegen. Das können die auch nicht schlecht. Aber ich weiß, was ich getan habe. Und ich bin stolz darauf. Es geht mir eigentlich mehr darum, mich ein wenig zu unterhalten. So schnell? Ich bekomme solche Gespräche ungern aufgezwungen, Shepard. Lassen Sie uns das verschieben. Alles klar. Wir sprechen später. Commander. Dann werden wir das mal verschieben, ist ja auch kein Thema. Können wir machen. Dann werde ich erstmal hier überall gucken am besten. Aber wir gehen mal jetzt ins Maschinendeck. Ich will mir erstmal meine Crew ansehen und die neue Normandy. So, Codex aktualisiert. Nein, mit Edi brauche ich jetzt nicht reden. Okay, da und da komme ich nicht rein. Also brauche ich da auch nicht hin. Geh mal kurz runter, vielleicht gibt es hier was. Hier ist ja noch keiner drin. Hier kommt später jemand rein. Und hier gibt es auch nichts. Das ist natürlich ein bisschen öde. Na, dann will ich mal gucken. Ist das schon hier? Ja. Heilige Scheiße, Commander! So klar. Sie kommen extra wegen uns hier runter? Verdammt, Kenneth, was sind denn das für Worte? Sie sprechen mit unserem kommandierenden Offizier. Hallo. Ich mache eine Tour durchs Schiff, um meine Crew kennenzulernen. Ich bin Techniker Ken Donnelly, zuständig für die Energieversorgung. Das ist Gabby. Ihr meint eigentlich Technikerin Gabriella Daniels. Ich bin zuständig für die Antriebssysteme. Was können wir für Sie tun, Commander? Ist bei Ihnen hier unten alles in Ordnung? Wir können uns nicht beschweren. Wenn es nur nicht so lange dauern würde, die FBAs zu kalibrieren. Kenneth, Sie beschweren sich.